Königin Margrethe, Königshaus Doku übt Schärfe an royaler Familie. Alle Jahre wieder darf sich das dänische Volk zum Jahresende auf eine Dokumentation über das Königshaus freuen. Die die glanzvollen Auftritte und fröhlichen Veranstaltungen der vergangenen 12 Monate noch einmal zusammenfasst. Ganz so glanzvoll und fröhlich werden die Rückblicke diesmal allerdings nicht ausfallen, und das, obwohl Königin Margrethe, 82, ihr 50. Thronjubiläum feierte. Schon der Titel der diesjährigen Doku Art Icon Gehuse 22, Pflichten für Familien, DT. Das Jahr im Königshaus 22, die Pflicht vor der Familie, die der Sender Doktor Mitte Dezember zeigt, lässt darauf schließen, dass es diesmal weniger um glamouröse Gala-Dinner und große Feiern als um die Unstimmigkeiten innerhalb der Königsfamilie gehen wird. Es hätte ein Jahr voller großer Feste sein sollen, heißt es laut Bild Blooded in der Ankündigung der Sendung im Programm. Aber die Feste wurden von Familienfehde, Spaltung und Krisen überschattet, denn die Königin kündigte große Veränderungen in der Familie an. Dass in dieser Sendung eine Krise genauer beleuchtet wird, ist neu und bedeutet einen Bruch mit einer wichtigen Tradition. Der Wirbel um den Titelentzug von Prinz Joachims, 53, Kindern scheint nicht nur in den dänischen Medien, sondern auch beim Volk noch lange nachzuhallen. Laut einer Umfrage stehen die Dänen dem Entschluss der Monarchin gespalten gegenüber. Ende September hatte Königin Margrethe verkündet, Prinz Nikolai, 23, Prinz Felix, 20, Prinz Henrik, 13, und Prinzessin Athena, 10, die Prinzen- und Prinzessinnen-Titel ab 2023 zu entziehen. Sie werden künftig nur noch die Titel Graf und Gräfin von Monpezat führen dürfen. Von der überraschenden Entscheidung der Monarchin fühlten sich ihr Zweitgeborener und dessen Familie vor den Kopf gestoßen. Machten ihrem Ärger öffentlich Luft. Auf ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise ihrer Lieben darf die 82-Jährige in diesem Jahr wohl nicht hoffen. Verwendete Quellen: Dana Press, Bild Blooded.dk.